Wunderbar, perfekt. Ja, dann herzlich willkommen. Schön, dass Sie alle zur Pressevorstellung von den neuen Attraktionen hier im Odysseum erschienen sind. Mein Name ist Phil Schmitz. Ich führe Sie jetzt gleich so ein bisschen durch die Veranstaltung. Ganz kurz zum Ablauf. Wir starten mit einer kurzen Vorstellungs- und Talkrunde. Im Anschluss haben Sie dann gerne auch die Möglichkeit, selber noch Fragen zu stellen. Und im Anschluss sind Sie gerne dazu eingeladen, die Erlebniswelten dann auf eigene Faust noch einmal zu entdecken. Genau. Zunächst freue ich mich aber erstmal auf meine Gesprächspartner hier auf der Bühne und begrüße in der Runde Herrn Andreas Wasch, den geschäftsführenden Gesellschafter der Odysseum GbR, die Geschäftsführerin der Stiftung Wissen der Sparkasse Köln-Bonn, Frau Dr. Julia Erber-Schropp, von der Ravensburger Freizeit- und Promotion GmbH die Projektmanagerin Ulrike Gapp, von der Köln Business Wirtschaftsförderungs GmbH Beate Stefer, Referentin für Leitmärkte und Innovationen, sowie Sandro Engel, Gründer und CEO der Sisyphox GmbH, sehr gut, und Jonathan Nowak, Managing Director und Co-Founder der Spree Interactive GmbH, ganz außen. Ja, Herr Wasch, Sie waren mit Ihrem Unternehmen bereits auf Edutainment spezialisiert, als man sich bei den meisten Gesprächspartnern noch auf die Frage einstellen musste, was das denn überhaupt sei, und sind mit dem Odysseum bereits seit 2004 beruflich auf das Engste verbunden. Sie waren an der Konzeption beteiligt, haben das Odysseum betrieben und haben es jetzt auch in eine neue Zeit geführt. Das Odysseum musste wie alle Kultur- und Freizeiteinrichtungen eine lange Pause einlegen und viele Einbußen in Kauf nehmen, aber jetzt öffnet es endlich wieder seine Türen für die Besucher. Was erwartet die Besucher denn im neuen Odysseum 2021? Ja, guten Tag, erst nochmal vielen, vielen Dank. Sie haben den Begriff gerade schon erwähnt, Edutainment, als das aufkam, war immer die Frage, darf Lernen Spaß machen oder gibt Lernen und Spaß, gibt es das überhaupt zusammen? Ich glaube, darauf haben wir vernünftige Antworten. Die Inhalte werden wir gleich erklären, aber es geht im Grunde genommen um ein Drei-Generationen-Haus letztendlich, wo Spielspaß, Lernen und Bewegung wunderbar zusammenkommen, weil so ist es auch am effektivsten und macht am meisten Spaß und bringt auch am meisten. Und die Inhalte stellen wir gleich nochmal vertiefter vor. Und wir haben ja viele coole Kollegen mitgebracht, die uns dabei geholfen haben. Wunderbar. Das heißt, ich habe vorher ein bisschen gelesen, es geht ja jetzt auch um das Thema, dass alle Generationen im neuen Odysseum angesprochen werden. Was hat es damit genau auf sich? Was heißt das? Also wir haben als wir das angefangen haben hier zu planen, letztendlich habe ich mal eine Reise gemacht in die USA, habe mir alle großen Science Center angeguckt, das ist ja auch letztendlich ein Begriff aus dem Amerikanischen, obwohl ja Deutsche das Science Center erfunden haben, die Urania und letztendlich das Mutterschiff im Exploratorium. Mit dem Direktor habe ich damals einen Workshop gemacht, hier, als es hier losging und gefragt, und der hat immer einen Satz gesagt, was ist ein Science Center? It's a cool place to bring the kids. Und das ist, glaube ich, das Leitmotto, was wir immer versucht haben zu machen. Und wer bringt die Kids, wenn man so will? Das machen Großeltern oder das machen Eltern. Und deswegen muss das letztendlich auch für mehrere Generationen funktionieren und muss für die nachvollziehbar sein. Und das haben wir immer versucht. Dafür gibt es ja viele coole Beispiele heute. Und es funktioniert aber immer nur als Gruppenerlebnis und die sind eben unterschiedlich gestaltet. Und das haben wir versucht zu machen und hoffen, dass wir dann eine nächste Stufe erreicht haben. Das Thema Digitalisierung oder Digitalität ist ja besonders auch für die jüngere Generation immer wieder ein Thema. Und jetzt wurde ja das Portfolio des neuen Odysseums ja gerade durch digitale Erlebniswelten erweitert. Wie kam es dazu der Idee? Also ich glaube, wenn man das überlegt, wo kommen die Science hinterher, was machen die heute, dass Kinder und Jugendliche eine extrem hohe digitale Kompetenz haben, das ist, glaube ich, jedem klar, der Kinder hat oder damit zu tun hat, meistens sogar viel höher als die, die das beaufsichtigen oder verantworten wollen. Es ist zeitgemäß, es macht Spaß und es erfüllt eben auch genau die Kriterien, die wir haben wollen, nämlich ein Gruppenerlebnis zu machen und die Inhalte, die wir da haben und die Partner dafür, die ermöglichen das ja auch genau. Es ist nicht eben die dunkle Nerd-Ecke zu Hause, sondern im Gegenteil das, was man gemeinsam auch in einem öffentlichen Raum erleben kann. Und das war das Ziel, letztendlich ein bisschen positives gemeinsames Erlebnis gibt, ja, was sich eben über mehrere Generationen auch erfüllt. Die Marken, die wir dafür mit an Bord haben, auch die mit am Tisch sind, stehen ja auch genau für diese Themen. Aber da hören wir ja gleich noch dazu. Genau, vielen Dank. Ja, Frau Dr. Erber-Schropp, die Stiftung Wissen der Sparkasse Köln-Bonn wurde 2001 von der damaligen Stadtsparkasse Köln, heute der Sparkasse Köln-Bonn, zum 175-jährigen Gründungsjubiläum ins Leben gerufen. Die Aufgabe der Stiftung ist die Erziehung und Bildung sowie Wissenschaft und Forschung in dem Bereich der Natur- und Technikwissenschaften zu fördern. Diesen Stiftungszweck erfüllen Sie mit Initiativen für die frühkindliche Förderung, mit Projekten für die Schule, aber auch durch Wissenschaftsförderung. Wie passt das Museum mit der Maus, was ja auch eine Erlebniswelt vom neuen Odysseum ist, da zu Ihrem Bildungsauftrag? Ja, wir laden im Museum mit der Maus Kinder ab 5 Jahren dazu ein,
alltäglichen Phänomenen aus Natur und Technik auf den Grund zu gehen. Also ganz wie bei den beliebten Sachgeschichten aus der Sendung mit der Maus, wollen wir Fragen aus der Lebenswirklichkeit, aus der Lebensrealität der Kinder verständlich erklären. Das Besondere ist, dass diese Phänomene an interaktiven Exponatstationen direkt von den Kindern erfasst werden können. Das ist wirklich dieses analoge Lernen, eben im Gegensatz zu dem, was hier auch passiert. Das digitale Lernen wollen wir, versuchen wir den Kindern ja, Möglichkeiten zu geben, das anzufassen, das zu begreifen. Auf unseren Bildungsauftrag hoffen wir natürlich auch damit zu erfüllen, dass wir möglichst viele Familien, Schulen und Kita-Gruppen in das Museum mit der Maus bringen können, dadurch, dass wir möglichst niedrige Eintrittspreise ermöglichen können. Und zuletzt, das wollte ich vorher eigentlich sagen, für dieses Anfassen, dieses Lernen, wer ist da der beste Partner, um Natur und Technik zu erforschen als die Maus von der Sendung mit der Maus. Genau. Ja, jetzt wird dem fleißigen Odysseum-Besucher ja aufgefallen sein, dass es das Museum mit der Maus ja auch vorher schon im Odysseum gab. Was sind denn so Neuerungen oder Dinge, die jetzt den Besucher erwarten, die neu sind? Genau, hier sind zwei Momente zusammengekommen. Das war natürlich auch nicht so geplant, die Wiedereröffnung jetzt und das Geburtstagsjahr der Maus. Das, denke ich, haben Sie auch sicher mitbekommen. Und zum Geburtstag der Maus sozusagen haben wir das Museum gestalterisch komplett überarbeitet und wir haben neue Themen, neue Exponate und neue Bereiche geschaffen. Ein Exponat lädt die Kinder beispielsweise dazu ein, zu erforschen, weshalb wir eigentlich Jahreszeiten haben. Das haben wir zusammen mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt entwickelt, beziehungsweise das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt hat uns da unterstützt, mit fachlicher Expertise. In einem anderen Exponat können die Kinder einen authentischen Forschungsroboter von dem Fraunhofer-Institut für intelligente Analyse und Informationssysteme programmieren und den realen Roboter auf den Weg bringen. Und ein weiteres Highlight, auf das ich mich schon sehr freue, ist das Quiz mit der Maus. Hier können Groß und Klein sich live Fragen stellen lassen und ihr Wissen selbst auf die Probe stellen. Super, genau. Da haben wir später dann auch noch die Möglichkeit, direkt drüben im Anschluss an die Veranstaltung uns das mal in live anzuschauen. Vielen Dank. Frau Gapp, die Ravensburger AG zählt zu den erfolgreichsten Verlagen mit mehreren renommierten Spielwarenmarken, wie zum Beispiel Tiptoy oder Brio. Das blaue Dreieck aus Ravensburg ist eine der führenden europäischen Marken für Spiele, Puzzle und Kreativprodukte sowie für deutschsprachige Kinder- und Jugendbücher. Wie erklären Sie sich die Begeisterung von Jung und Alt für Ihre Produkte und den jahrelangen Erfolg der Marke? Ja, unsere Produkte, die bringen Alt und Jung zusammen, Kinder, Eltern und auch Großeltern, und einfach um gemeinsam zu spielen, miteinander wertvolle Zeit zu verbringen. Und seit der Unternehmensgründung 1883 durch Otto Meyer, seitdem bieten wir eigentlich sinnvolle Produkte an, die spielerisch die Entwicklung der Kinder fördern. Und seit der Otto Meyer das gegründet hat, hat sich eigentlich so an den Unternehmensgrundsätzen, zum Beispiel gehört dazu, das war sein Ziel, dass er Unterhaltung und Belehrung vereint. Seine Maxime war Lernen durch Tun und das alles zu einem sehr hohen Qualitätsanspruch. Und da hat sich bis jetzt eigentlich überhaupt nichts dran geändert. Also danach handeln wir immer noch. Und heute trägt natürlich auch das Zusammenspiel von haptischen Produkten und digitalem Spiel auch dazu bei, dass im hektischen Alltag auch Platz für gemeinsames Spiel einfach ist. Puzzeln, bauen, kreativ sein, einfach Spaß miteinander haben. Sehr schön. Und auf welche Spielewelten genau dürfen sich jetzt die Besucher hier im Odysseum freuen? Ja, im Odysseum haben wir jetzt so eigentlich eine riesengroße Bandbreite an Ravensburger Produkten mit dabei. Ravensburger, dazu gehört ja mittlerweile auch Brio und die amerikanische Firma, jeweils amerikanische Firma ThinkFun mit dazu, die so Brain und Logikspiele herstellt. Und so eine große Bandbreite an Ravensburger Spielen und Produkten gibt es eigentlich fast nirgends. Also hier im Odysseum können Sie wirklich alle Produkte, die es von Ravensburger gibt, fast alle Produkte ausprobieren, spielen, lesen, puzzeln. Wir haben uns ein bisschen an der Weltkugel, die ja immer noch die riesengroße, schöne Weltkugel, die in der Mitte steht, haben wir uns so ein bisschen orientiert und haben dadurch den ganzen Bereich auch in verschiedene Ravensburger Welten aufgeteilt.
Da darf natürlich die Spiele-Lounge nicht fehlen, wo es wirklich ganz, ganz viele Ravensburger Spiele gibt. Kinderspiele, Familienspiele, Kartenspiele, Denkspiele, Spiele für die ganz Kleinen, für Strategiespiele für die Älteren. Und Gravitrax, das neue Kugelbahnsystem, darf da natürlich auch nicht fehlen. Dann gehen wir weiter zu Tiptoy, dem audio-digitalen Lernsystem. Da haben wir auch was Besonderes, eine ganz große Tiptoy-Kugel haben wir da, die auch tatsächlich bespielbar ist. Also ich gehe mit dem Stift hin, tippe drauf und kann mir dann was zu den Ländern und auch zu den Tieren erzählen lassen. Dann haben wir natürlich eine große Brio-Fläche auch mit dabei. Und hier ist einfach das Tolle, dass ich eine ganz große Vielfalt und ja, ganz viele Schienen, Züge und Zubehör habe, was man so eigentlich im Kinderzimmer ja eigentlich fast nicht vor sich findet. Dann geht es eine Etage nach oben, da haben wir ein ganz riesengroßes XXL, wieso, weshalb, warum Buch aufgestellt und innen drinnen finden Sie dann natürlich jede Menge Ravensburger Bücher, wo man sich einfach auch mal zurückziehen kann, ein bisschen drin stöbern, drin blättern, vorlesen kann. Genau. Und zum Schluss gehen wir dann nochmal eins höher, da kommen wir zu unserem Puzzlehimmel, haben wir das genannt. Da gibt es einfach ganz viele Ravensburger Puzzles. Kinderpuzzles hauptsächlich. Wir haben aber auch für Erwachsene, wenn die sich mal einen Entspannungsmoment gönnen möchten, haben wir auch für die Erwachsenen die neuen 99 Teile Puzzles da, also so für den persönlichen Entspannungsmoment. Und wer sein Lieblingsspiel dann in der Ausstellung gefunden hat, der hat dann auch noch die Möglichkeit, das im Anschluss in unserem Shop zu kaufen. Alles klar, das heißt, Ravensburger hat sich weit ausgebreitet im Odysseum. Warum passen denn die Marke Ravensburger und das Odysseum so gut zusammen? Ja, an sich, die Marken passen wirklich super zusammen und ergänzen sich einfach deshalb, weil man im Odysseum wie auch bei Ravensburger einfach gemeinsam Zeit verbringen kann. Also das ist wirklich das, was uns auch sehr, sehr wichtig ist, was auch bei uns in der Mission drin steht. Wir inspirieren Menschen einfach dazu, zu entdecken, was wirklich wichtig ist. Ja, und das ist gemeinsam Spaß haben, gemeinsame Zeit zu verbringen. Und nebenbei vermitteln wir das, wie das Odysseum eben auch, Wissen und soziale Fähigkeiten, bieten mit Puzzles Entspannung und ja, schaffen damit hoffentlich bleibende und wunderschöne Erinnerungen. Vielen Dank. Ja, Frau Stefer, die Köln Business ist eine hundertprozentige Tochter der Stadt Köln, die sich als Ansprechpartnerin für Unternehmen und Themen wie Ansiedlung, Vermittlung von Liegenschaften und Immobilien kümmert. Unternehmensgründungen, vor allem die von jungen Start-ups, liegen Ihnen auch sehr am Herzen. Auf den ersten Blick passt das Odysseum da jetzt nicht, vielleicht nicht ganz ins Bild. Was macht das Odysseum für Sie interessant? Ja, klingt so, als käme es jetzt von Spaß zum Ernst, aber hier ist nur ein Teil dabei. Und hinter dem Odysseum steckt natürlich auch ein Unternehmen. Insofern ist es für uns per se interessant. Das besonders Interessante daran für uns, für mich als Wirtschaftsförderung, die ich im Bereich Games tätig bin, ist es natürlich die Hinwendung auch zu dieser Thematik durch die VR-Geschichten und zum Thema Games, was wir hier sehen. Bin ich sehr, sehr gerne hier hingekommen. Das Thema Games ist für Köln schon ziemlich lange ein sehr wichtiges Thema. Ganz schlaue Köpfe haben früh erkannt, dass es das nicht nur das Spaßthema hat, Games, sondern dass es auch für die Wirtschaft sehr wichtig ist. Zum einen, weil es selbst inzwischen ein ziemlicher Wachstumsmarkt geworden ist und zum anderen, weil es Innovation in ganz vielen anderen Bereichen halt treibt. Deswegen ist es für uns als Wirtschaftsförderung ein sehr wichtiges Thema. Schlaue Köpfe haben die Gamescom damals nach Köln geholt, um damit schon mal auf der Landmark der Gamesbranche zu zeigen, hallo, wir sind daran interessiert. Das war 2009, seitdem haben wir eine Menge getan, um stark in dieser Branche zu werden. Wir haben mit vielen Partnern zusammen Projekte initiiert, zum Beispiel haben wir mit der TH ganz früh in 2010 das Game Lab initiiert, wo inzwischen weltweit sich Bewerber anmelden, die kann man gar nicht alle aufnehmen. Das Game Lab ist in Deutschland das renommierteste Institut für Games-Talente. Dann haben wir auch andere Veranstaltungen hier hingeholt. Große, das ist hier das größte E-Sports-Turnier, ist in Köln, das größte Deutschland, die ESL One. Der Deutsche Entwicklerpreis findet in Köln statt. Also wir haben eine ganze Menge getan. Und das hat zur Folge gehabt, dass wir inzwischen auch wirklich viele Games-Unternehmen hier haben. Das sind Weltunternehmen wie Electronic Arts oder eben die ESL Gaming.
und aber auch sehr viele quirlige kleine Unternehmen haben wir inzwischen hier vor Ort. Ja, und für die arbeite ich ganz besonders gerne und für die suche ich immer neue Partner, dass man vielleicht was zusammen tun kann. Ja, hier geht es jetzt um Games. Alles klar, das heißt, dass Sie in dem Museum jetzt einen Partner in Richtung Games auch gefunden haben und wollen da jetzt in die Richtung auch gemeinsame Projekte entwickeln? Oder wie stellt man sich das jetzt genau vor, die Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen? Die ersten Gespräche haben gezeigt, dass das relativ gut ist und dann auch Spaß macht. Auch die Gespräche haben Spaß gemacht. Das ganze Thema macht sowieso immer Spaß. Seit 10 Jahren macht mir die Arbeit unglaublich Spaß. Hat gezeigt, dass das, was hier passiert, zu dem Zeitpunkt für die Game-Szene in Köln perfekt ist. Durch Corona sind ganz viele Leute ins Homeoffice gegangen. Die suchen jetzt wieder was. Und hier haben wir die Möglichkeit, vielleicht, oder nicht vielleicht, wir haben keine Vision, eigentlich haben wir schon einen Plan, dass wir hier einen neuen Games-Hub für Köln errichten wollen. Und zwar einen, der relativ einzigartig sein wird, weil hier geht es dann nicht nur um Vernetzung von Unternehmen. Hier geht es auch dann wirklich um Vernetzung von Themen direkt mit dem Endkunden. Die Möglichkeiten bieten sich hier im Odysseum, das finden wir ziemlich sensationell. Und das ist wirklich ein Alleinstellungsmerkmal, was kein anderer Coworking Space bieten kann. Ja, da wir alle guten Dinge ja 3 sind, haben wir auch schon weiter geplant. Und also es wird Arbeitsflächen hier oben geben. Wir versuchen die Indies anzusprechen, die unabhängigen Developer als erstes. Und dann werden noch andere nachkommen und wir haben als Anziehungspunkt eben die Möglichkeit, hier auch seine Dinge zu präsentieren und wir haben schon die ersten 2 Leute für den Hub gewinnen können und das ist einmal ein internationaler Accelerator für Games, GTR, Global Top Round, die sind wirklich international einer der besten Accelerator und wir werden hier einen der besten Vernetzer der Game-Szene in Köln und national und vielleicht auch noch weiter unterbringen. Das sind noch 2 weitere Punkte, die sollten eigentlich dafür sorgen, dass wir hier relativ schnell, relativ eben in die Bude bekommen. Ich freue mich drauf und bin mal sehr gespannt. Vielen Dank. Ja, jetzt sind wir schon beim Thema Games. Herr Engel, im neuen Odysseum wird der Fokus verstärkt auf digitale Attraktionen gelegt und es wird unter anderem auch das interaktive Spiel Sisyphox angeboten. Zusammen mit Ihrem Entwicklerteam sind Sie der Erfinder von Sisyphox, eine Installation an der Schnittstelle zwischen digital und analog. Dafür haben Sie sogar einen digitalen Preis für Gesundheitsvisionäre gewonnen. Wie kamen Sie auf die Idee und wie funktioniert Sisyphox? Ja, genau, wie schon angekündigt, wir bewegen uns genau an der Schnittstelle von analog und digital, aber auch von Gaming und Sport bzw. Bewegung. Und genau das ist zentral bei uns. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Menschen spielerisch in Bewegung zu bringen. Und das machen wir unter anderem mit unserem Produkt Sisyphox, das letztendlich der größte Game-Controller der Welt ist, eine riesige Kugel und damit können eben verschiedene Spiele gespielt werden und das Ganze ist super anstrengend, kann man hier um die Ecke gleich einfach mal probieren, eine 5 Minuten spielen, man denkt, huch, das ist eigentlich ziemlich einfach, dann macht man es aber mal und dann merkt man, oha, okay, das gibt vielleicht Muskelkater morgen, genau, ich höre es da schon an der Seite. Der Spielspaß steht bei uns immer im Fokus, das Training, die Bewegung passiert ganz nebenbei, darum sind Games einfach so ein schönes Mittel, weil die Motivation intrinsisch kommt und alles Weitere dann nebenher passiert. Sehr schön. Ja, ich durfte vorhin vor der Pressekonferenz schon mal kurz einmal Probe spielen. Es ist tatsächlich sehr anstrengend. Also wenn Sie später Lust haben, treten Sie gerne gegen den Kollegen an. Vielleicht gewinnen Sie ja doch. Ganz genau. Und wir haben das Ganze nochmal auf ein neues Level geholt mit unserem Mobile Game Downhill Legend. Auch ein Fitness-Arcade-Game, bei dem Schritte gezählt werden. Aber bei dem auch dieser Ort hier, das Odysseum, eine ganz neue Bedeutung bekommt, nämlich durch den Besuch hier kann man wirklich über das Mobile Game exklusive Inhalte bekommen und dadurch hier einfach auch nochmal diesen Ort zu einem Spielfeld auch auf einer neuen, anderen digitalen Ebene, nämlich über unser Mobile Game Downhill Legend erfahren. Wunderbar. Ja, wir haben noch einen weiteren Partner im neuen Odysseum, Herr Novak. Ihr Unternehmen Spree Interactive wurde 2017 aus dem Fraunhofer Institut für integrierte Schaltung gegründet und hat ein Virtual Reality Komplettsystem mit rundum sorglos Charakter entwickelt, die Spree Arena. Wie funktioniert Ihr VR-System und welche Spiele dürfen die Gäste in der Spree Arena live erleben? Klar, also erstmal
herzlichen Dank, dass wir hier sein dürfen. Also für uns ist auch sehr, sehr spannend, im Teil des Odysseums zu sein. Und auch nochmal ein großes Dank an Martin, der hier die treibende Kraft war, und Andy. Und warum VR und warum Spree? Mit Spree Interactive verfolgen wir eine einfache und sehr starke Vision. Wir wollen es allen Nutzern ermöglichen, jedes Mal, wenn sie zur Spree Arena zu kommen, dass sie einzigartige und emotionale Erfahrungen teilen, weil VR oft als Empathy-Maschine bezeichnet wird. Und es fragen sich viele wahrscheinlich, ja, wie funktioniert das mit den VR? Zwar unsere Technologie wurde zusammen mit dem Fraunhofer IIS, Institut für Integrierte Schaltung, der MP3-Geburtsstätte, entwickelt. Und die Erfinder von dieser Sensor-Fusionstechnologie, die arbeiten jetzt bei uns in der Produktentwicklung. Und die Technologie ermöglicht es letztendlich, dass viele Nutzer sich gleichzeitig auf einer Fläche bewegen können, in dem Fall jetzt 7x7 Meter, und sich gegenseitig als Avatare sehen und so zusammen virtuelle, vollimmersive Welten erleben können. Und viele fragen sich, okay, was ist jetzt der Unterschied zu einer VR-Brille zu Hause? Spree Interactive bietet es die Möglichkeit, dass viele Nutzer gleichzeitig auf dieser Fläche sind und eine gemeinsame soziale Erfahrung machen können. Wie auch anfangs erwähnt, ist das der große Unterschied. Wir wollen hier sozusagen die Nutzer zusammenbringen, auch Generationen zusammenbringen, und nicht so wie wenn man das jetzt zu Hause eine VR-Brille aufsetzt, sich isoliert, vollimmersiv isoliert, sondern eben einzigartige Erlebnisse schaffen. Und auf deine Frage hinweg, was für Erlebnisse man denn jetzt machen kann. Wir haben familienfreundliche und gewaltfreie Erlebnisse, in denen praktisch für jedermann entweder die ersten Schritte in der VR gemacht werden können oder aber auch schon Profis, die schon mal eine VR-Brille aufhatten. Das heißt, da bilden wir auch eine Spannbreite von verschiedenen Erlebnissen. Und wir haben insbesondere drei Kategorien von Erlebnissen. Eine ist die edukative Kategorie, wo wir jetzt mit Galileo Mission to Mars schon mal einen sehr, sehr guten Aufschlag gemacht haben. Unsere Investoren Pro7Sat1-Gruppe hat hier mit uns kooperiert, und mit der Wissens-TV-Show Galileo sozusagen gibt es jetzt die Möglichkeit, sozusagen schon mal vorab zum Mars zu fliegen und gucken, wie die Menschheit auf dem Mars überleben könnte. Zweite Kategorie ist spielerische Erlebnisse, und dritte Kategorie sind kompetitive, sportliche, auch E-Sports-Erlebnisse. Und das Erlebnis mit Mission to Mars, hier hat tatsächlich die Galileo-Redaktion die Inhalte definiert. Ja, das ist alles faktenbasiert, das ist kein Science-Fiction. Und das Hollywood-Studio Pixelmondo, welches für Game of Thrones Special Effects bekannt ist, haben hier die Umsetzung in der VR vorangetrieben. Und in dieser unterhaltsamen und lehrreichen Erfahrung erkunden die Spieler die Herausforderungen, denen sich die Menschheit bei der Kolonialisierung des Mars stellen müssen. Und alles beginnt in einem Shuttle. Das heißt, man wirft nochmal einen letzten Blick auf die Mutter Erde und bereitet sich vor, ähnlich wie der Hollywood-Film Der Marsianer, falls den jemand gesehen hat, nicht so lang. Wir sagen immer, einmal zum Mars und zurück in 15 Minuten, bitte. Und genau, das ist ideal für Museen, Science Center, FEC, Family Entertainment Center, und um Schulgruppen und Exkursionen letztendlich anzuziehen, und ist insbesondere halt pädagogisch wertvoll, weil man dadurch, da gibt es auch Studien dazu, durch VR letztendlich die Emotionen erwecken kann. Und was wir glauben oder was wir hoffen, ist letztendlich die Emotionen für eben ein gewisses Themenfeld wecken zu können, in dem Fall Raumfahrt, um dann, sage ich mal, wieder zurück zu konventionellen Lehrmethoden, sei es Buch, Folien, Overhead, hinübergehen zu können. Aber dieser emotionale Catch, den kann man sehr gut in VR machen. Zu den spielerischen Erlebnissen, da haben wir eine Reihe. Ich zähle mal jetzt mal nur die spannendsten auf: Ameisenbär. Ja, das heißt, man kann Ameisenbär sein, und hier ist die Frage, ob man bereit ist, so viele Ameisen und Insekten zu sammeln wie nur möglich. Es geht um Zeit, das heißt, hier muss man viele Ameisen mit den Rüssel, was durch eine Kopfbewegung passiert, einsammeln. Super Käsemäuse, hier wird man zum Superhero Astromaus, und man muss letztendlich den Käseplaneten vor Würmern retten, die Löcher in den Käseplaneten essen. Fruit Splash, Kantinenroboter, werden hier in den Space Shuttle außer Rand und Band und wollen sozusagen in Team Tomato versus Team Lemon Spaß haben und letztendlich die Kantine so viel wie möglich kolorieren. Sieht man hier auch im Hintergrund. Stichwort kompetitive Erlebnisse. TowerTech, das ist eins der weltweit führenden, ortsbezogene, sage ich mal,
VR-Lasertag-Spiele und hier kann man eintauchen in eine Welt, die so groß erscheint wie 200 mal 200 Meter. Da spielen wir natürlich mit den Dimensionen. Das heißt, in der VR kann man denken, dass diese Fläche von 7 mal 7 Meter unendlich groß ist. Das ist natürlich ein kleiner Trick. Das kommt demnächst und Robo Raiders ist auch letztendlich ein kompetitives Spiel, wo letztendlich ja, es um den Wettstreit um den wertvollen Inhalt einer Zentralbank geht. Anders bei anderen Computerspielen, wo man oft alleine eben ist, ist bei uns dieser soziale Aspekt Kernelement und wir wollen dadurch Teamgeist fördern und ja, allgemein sind unsere Anwendungen immer in diesem Spannungsfeld zwischen Entertainment, Bildung und Sport. Und unser Ziel letztendlich ist langfristig, dass eine Spree Arena irgendwann mal in jedem Klassenzimmer oder wenigstens Turnhalle ist, in jeder Schule, damit die Schüler, sage ich mal, in die Vergangenheit, in die Zukunft reisen können oder auch in andere Dimensionen. Genau. Sehr schön. Jetzt hast du gerade schon Galileo und Mission to Mars angesprochen. Wir haben zu dem Thema auch noch ein kleines Video vorbereitet. Einen herzlichen Gruß aus dem Galileo-Studio in Unterföhring bei München nach Köln. Wir sind gerade in Vorbereitungen für die heutige aktuelle Galileo-Live-Sendung und da wollte ich die Gelegenheit mal nutzen. Wir freuen uns sehr, dass es jetzt auch im Köln im Odysseum möglich ist, in der Spree VR Arena in virtuelle Welten einzutreten und so unter anderem die Galileo Mission to Mars anzutreten. Lange Zeit war es wegen der Corona-Pandemie nicht möglich und jetzt können wieder Zuschauer virtuell den Mars betreten. Ich wünsche viel Erfolg, viele Besucher und jede Menge Spaß. Grüße nach Köln vom gesamten Galileo-Team. Genau, ja, Sie sind als Start-up-Unternehmen gestartet und wie wir gehört haben, fördert das Odysseum ja ab sofort in Zusammenarbeit mit Köln Business junge Unternehmen und Start-ups. Welche Tipps können Sie Gründerinnen an die Hand geben? Ja, also in der Tat gibt es da einige. Also ich würde mich jetzt beschränken auf die vier wichtigsten und das sind meiner Meinung nach auch die vier Erfolgsfaktoren, ja, weil 80% der Start-ups schaffen es leider nicht, etabliert zu sein. Das ist evolutionstechnisch auch okay so, also surviving of the fittest. Und zwar die vier Faktoren, die meiner Meinung nach wichtig sind, ist Nachfrage nach dem Produkt, das heißt sogenannte Product Market Fit, also löst mein Produkt ein Problem oder löst es in dem Fall viel Spaß hervor, so viel Spaß, dass man da wieder rein will oder so viel Bildung. Das heißt die Frage, welches Problem löst mein Produkt oder meine Dienstleistung? Das heißt, zweiter Punkt, Team. Also welches Team brauche ich, um letztendlich dieses Produkt zu bauen, ja, oder zu vertreiben? Und das Produkt selber, also welche Infrastruktur brauche ich, um dieses Produkt letztendlich zusammenzubauen und stetig weiterzuentwickeln? Und am Ende des Tages Kapital. Woher bekomme ich Wagniskapital, Leute, die an meine Vision glauben? Und das Gaming-Ökosystem, wie auch schon vorhin erwähnt, ist tatsächlich in Köln sehr stark und das finden wir als Gaming-Unternehmen natürlich auch extrem spannend, hier sein zu dürfen und insbesondere hier mit Odysseum, mit der Kooperation mit Köln Business, denken wir, dass auch so eine ideale, ja, Brutstätte entstehen kann, in der diese vier kritischen Erfolgskriterien hoffentlich dann auch erleichtert werden für Startups und vor allem, da schließe ich mich auch Ihnen an, dass diese neuen Produkte in so einem Lab-Umgebung auch direkt mit den Endkunden getestet werden können und Feedback bekommen werden kann, weil dieses direkte Feedback halt schon ja, Gold wert ist. Wunderbar. Ja, dann ist die Zeit jetzt schon sehr vorangeschritten. Deshalb erstmal nochmal vielen Dank für die Ausführungen an Sie alle. Und wenn es jetzt noch Fragen von den anwesenden Journalisten gibt, dann hätten Sie jetzt die Möglichkeit, diese zu stellen. Ich schaue mal in die Runde. Sieht gerade nicht so aus, ansonsten haben Sie gerne später auch noch die Möglichkeit, im Foyer oder vielleicht an den einzelnen Stationen die jeweiligen Ansprechpartner auch noch zu erreichen und anzusprechen. Ansonsten würden wir die Gelegenheit jetzt vielleicht kurz nutzen und noch ein kleines Gruppenfoto mit Ihnen allen machen. Das machen wir am besten hier vorne direkt vor der Bühnenkante.